Fußballstadien upgraden heute Bayreuth, Elversberg und Rot-Weiß Essen. Und wir sehen hier direkt das erste Upgrade für Bayreuth. Die Innenverteidigung kommt nämlich hier von Borussia Mönchengladbach. Also schon mal ein ordentliches Upgrade. Vielleicht hat Elversberg aber noch mehr Glück. Und die bekommen jetzt einfach mal dieses Stadion, wo wir einfach mal ja in dieser Lounge landen. Extrem groß ist das Stadion auch nicht und ich kenne das Stadion auch nicht. Wir müssen uns also hier direkt mal auf die Suche machen. Vielleicht finden wir natürlich irgendwo ein Logo. Ja, und jetzt haben wir auch das Logo Eindhoven. Das ist einfach mal das Stadion von Eindhoven. Hier haben wir auch nochmal den Beweis. So sieht das Ganze auch von oben aus. Ja, netter Tempel. Und auch wenn wir es nicht direkt erkannt haben, sehen wir hier richtig gute Upgrades hier für Elversberg. Dann brauchen wir natürlich hier das nächste Upgrade, die letzte Innenverteidigerposition. In diesem Falle für Rot-Weiß Essen. Irgendwie kommt mir das Stadion bekannt vor, aber ich kann auch noch nicht sagen, welches es ist. Hier einfach mal ohne Tore am Start. Okay, aber hier bekommen wir natürlich einen Hinweis. Und dieses Stadion wurde damals extra für die WM in Frankreich gebaut. Und da trägt einfach mal die französische Nationalmannschaft ihre Spiele aus. Also unter anderem, ja, Rot-Weiß Essen bekommt hier einfach mal die besten 4 französischen Innenverteidiger. Ja, und das Ganze kann sich hier natürlich sehen lassen. Und mal schauen, was die Teams so später erreichen. Denn wir tauschen natürlich jetzt auch noch alle weiteren Positionen hier aus. Und wir machen hier mit den Außenverteidigern weiter. Ja, und ich glaube, das ist jetzt hier ganz einfach zu erraten. Wir sind hier beim FC Barcelona. Auch wenn das Bild schon ein bisschen älter ist und wir auch nicht ins Stadion hier reinkommen. Oh, wir kommen doch noch ins Stadion rein. Können uns das natürlich angucken. Aber das Stadion, das kennt ihr natürlich alle. Was ihr noch nicht kennt, sind die neuen Upgrades von den anderen Mannschaften. Aber jetzt natürlich erstmal das Upgrade hier für Bayreuth. Die sich damit natürlich ordentlich verstärken. Gucken wir mal bei Elversberg, wie das Ganze hier aussieht. Erstmal sehen wir nichts, aber jetzt sehen wir direkt das Stadion von den Rangers. Fotograf hat sich hier, glaube ich, auch einfach auf den Boden gelegt. In diesem Stadion herrscht natürlich ordentlich Stimmung. Europaweit bekannt. Aber Upgrade-mäßig hätte das Ganze auch hier besser laufen können. 2,73er. Dafür aber noch ein 78er auf der rechten Seite. Und jetzt sehen wir hier direkt das Upgrade für die letzte Mannschaft auf der Außenverteidigerposition für Rot-Weiß Essen. Ja, das ist natürlich das Stadion hier von Newcastle. Moin Meister. Oh, und jetzt sind wir hier auch einfach mal in der Umkleidekabine. That escalated quickly. Also die Verteidigung steht schon mal, ja, 77er Gesamtstärke plus die 84. Auf der rechten Seite natürlich schon mal extrem stark. Und damit sehen wir, glaube ich, auch die beste Defensive. Elversberg hier einfach mit keinem 80er Spieler in der Abwehr. Und Bayreuth hat hier mit der 85er Gesamtstärke von Jordi Alba die beste Gesamtstärke in der Abwehr. Trotzdem aber natürlich viel schwächer als bei Rot-Weiß Essen. Und jetzt gehen wir direkt eine Position hier nach vorne. Wir wollen jetzt erfahren, wo die ZM-Position von Bayreuth herkommt. Und Leute, mein Vertrag läuft hier aus, den könnt ihr aber verlängern, kostenlos abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Ja, und wir sehen erstmal ein prall gefülltes Stadion. Ich stelle erstmal keine Vermutung an, das ist ja schon bei den Ländern nicht so gut aufgegangen bei mir. Ja, die Anzeigetafel können wir leider auch nicht so wirklich angucken. Und gefühlt trägt hier auch wirklich keiner das Trikot. Aber ich glaube, wir sind hier bei einem russischen Verein. Aber aus dem Olympiastadion in Luzhniki, da können wir natürlich keine Spieler holen. Stattdessen sehen wir jetzt hier das nächste Stadion, Aston Villa, natürlich eine ganz klare Sache. Da kommen also die ZM-Spieler von Bayreuth her. Nicht die allerkrassesten Upgrades, aber natürlich für diese Mannschaft ziemlich gut. ZDMs werden wir zusätzlich auch nochmal verpflichten. Wir warten natürlich noch auf ein extrem heftiges Upgrade. Das werden wir hier aber erstmal noch nicht bekommen. Elversberg bekommt aber natürlich jetzt die ZM-Position von Sporting Lissabon. Stadion sieht auch ziemlich cool aus, muss man sagen. Potenzial ist hier natürlich vorhanden, trotzdem natürlich keine 80er Gesamtstärke, also eine Enttäuschung. Mal gucken, wie das Ganze hier für Rot-Weiß Essen ausgeht. Ja, ich glaube, wir sehen hier direkt die nächste Enttäuschung. Okay, so extrem schlecht ist das Stadion jetzt nicht, aber ich bin mir wirklich unsicher, ist das Stadion jetzt cool oder überhaupt nicht cool? Sieht so ein bisschen USA-mäßig aus, aber wir haben ja nur europäische Stadien und hier sehen wir es auch, das ist das Stadion von Monaco. Okay, ZM-Position, da bin ich bei allen drei Teams so ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht ist es auch besser, dass wir uns die richtigen Kracher ja, für die Offensive und natürlich für die Torhüter-Position aufheben. Machen wir jetzt aber erstmal weiter mit der ZOM-Position hier bei Bayreuth und jetzt sehen wir hier direkt das nächste Stadion, aber auch hier sehen wir direkt beim ersten Blick, das wird jetzt kein richtig heftiges Upgrade. Komplett verrückt, was für Stadien wir hier heute erleben. Aviva, das sagt mir jetzt einfach mal nichts. Ist das Stadion von Irland? Ich glaube, die Flagge oder das Logo sieht da so aus. Und ja, ich hatte recht, ich habe das Logo richtig erkannt. So wie vorhin beim Stade de France ist das Stadion der Nationalmannschaft und das Upgrade fällt dementsprechend natürlich hier nicht so gut aus. Und jetzt sehen wir hier zum zweiten Mal das Stadion vom FC Barcelona, das Camp Nou. Und das Ganze tut jetzt extrem weh. Du bekommst hier den FC Barcelona, ja, und dann hast du nicht mal einen 70er Upgrade, weil die hier keine ZOMs haben. Depay, der hat das auch nicht hier als Zweit- oder Drittposition. Vielleicht habe ich da auch einfach die falsche Formation gewählt, aber das Ganze müssen wir jetzt hier natürlich durchziehen. Jetzt haben wir einfach mal einen schönen Blick von oben, mitten in der Stadt einfach mal dieses Stadion. Und wir sind jetzt hier im Stadion von Sevilla gelandet. Heißt ein 84er Upgrade und zusätzlich noch einen Isco hier auf der Bank mit einer 82. Also ja, die ZOM-Position, die läuft hier schon mal gut. Immerhin eine. Champions League-Siegerteams bauen wir hier schon mal nicht zu.
zusammen. Wird aber natürlich trotzdem spannend zu sehen sein, was diese Mannschaften hier können. Und hier können dann natürlich auch andere Spieler spielen, ganz klare Sache. Machen wir weiter hier mit dem linken Flügel. Also linkes Mittelfeld zählt da auch direkt rein. Ja, und diesmal sehen wir, ja, dass wir einfach mal ein bisschen weiter weg vom Stadion sind. Das bietet sich natürlich an, hier so ein bisschen rumzugucken. Ja, sieht doch schon mal sehr schön aus. Mal gucken, ob wir auch ins Stadion hier reingucken können. Ja, nicht so richtig. Das ist leider nicht so schön. Und wir sind jetzt hier in Warschau gelandet. Wieder ein Nationalmannschaftsstadion. Und wir entdecken hier nochmal richtig interessante Spieler. Zalewski, 74er Gesamtstärke, aber eine 86er Potenzial. Die anderen beiden hier oben, die haben natürlich eine komplett andere Position. Die wollen wir dann natürlich nicht verpflichten. Jetzt habe ich hier außer in den Browser-Tab geschlossen. Wir mussten also hier nochmal neu reinstarten. Jetzt sind wir in einem Stadion. Ich hätte erst gedacht, Olympiastadion in Berlin. Ah, da fehlt natürlich die Öffnung hier an der einen Seite. Und wir sind hier einfach wieder in Polen gelandet. Und auch hier trägt die Nationalmannschaft ihre Spieler aus. Okay, das werden wir aber natürlich überspringen dann. Das Ganze haben wir ja hier schon geupgradet. Jetzt sehen wir natürlich hier ein ganz, ganz bekanntes Stadion. Linker Flügel. Ja, wir sind natürlich hier im legendären San Siro. Also bei Milan oder bei Inter können wir jetzt hier einkaufen. Beziehungsweise uns einfach die Spieler holen. Aber Milan hat einfach keinen einzigen linken Flügel. Nicht mal linkes Mittelfeld oder sowas in die Richtung. Und linke Außenverteidiger kann ich hier echt nicht reinbringen. Wir haben eine komplett andere Formation. Aber das ist auch ganz egal, wenn man hier dafür dann einfach mal Leao hat. Und zum Beispiel natürlich ein Rebic. Vor allem mit dem Potenzial natürlich ein sehr starkes Upgrade hier mit Leao hier auf dem linken Flügel. Und jetzt sehen wir hier direkt den linken Flügel von Rot-Weiß Essen. Ja, und wir sehen direkt hier schon beide in Trikots. Das wird jetzt kein besonders großes Upgrade. Und der Celtic Park bringt uns immerhin hier eine 76er Gesamtstärke. Aber ganz klar das beste Upgrade hier mit Leao. Bei Bayreuth also hier das schwächste Upgrade, aber vielleicht läuft es ja hier auf der anderen Seite besser. Gucken wir also direkt mal, in welchem Stadion wir landen. Und ja, das ist ziemlich einfach zu erkennen. Aber auch einfach zu erkennen, dass das jetzt hier auch kein großes Upgrade wird. Aber das Ganze macht es eigentlich noch interessanter. Denn jetzt sehen wir hier natürlich Spieler, Stadien und Vereine, die wir sonst normalerweise nicht sehen würden. Aber für das Team ist es natürlich das Beste, wenn wir hier ein Stadion haben, was jeder kennt. So, wir landen aber erstmal hier neben dem Stadion. Wieder hier von diesem Sponsor. Ja, und ich habe leider kein Ticket, deswegen komme ich hier nicht rein. Okay, so sieht das Stadion von innen aus. Und waren wir nicht schon in diesem Stadion oder war es nur der Sponsor? Keine Ahnung. Wir sehen, die irische Nationalmannschaft ist das Upgrade. Also gibt es auch hier nur eine 69er Gesamtstärke als Upgrade. So, danach kommen nur noch zwei Positionen. Jetzt sehen wir aber hier für den rechten Flügel ein richtig krasses Upgrade. Das beste Upgrade, was man hier in Deutschland bekommen kann. Ja, drei Spieler würde es im linken Mittelfeld geben. Im rechten Mittelfeld gibt es einen hier mit Gnabry. Der nächste 84er für Rot-Weiß Essen. Aber gut, jetzt haben wir natürlich noch die Torhüter- und die Stürmerposition. Also hier kann auch alles passieren. Und wir starten mit der Stürmerposition. Bayreuth macht natürlich hier wieder den Anfang. Ja, und wir sehen direkt das Stadion. Das haben wir schon mal gesehen. Das hätte besser laufen können. Beziehungsweise das muss ich zurücknehmen. Wir haben natürlich hier die polnische Nationalmannschaft. Heißt natürlich Lewandowski und damit ein Upgrade um 30 Gesamtstärken auf der Stürmerposition. Zusätzlich noch ein guter Backup. Und wir sehen jetzt hier direkt das nächste Stadion. Ganz klare Sache. So viel Glück wie Bayreuth wird Elversberg hier nicht haben. Und das müsste doch das Stadion von West Ham sein. Oder vertausche ich das hier gerade? Wo sind die Seifenblasen? Und ja, das ist das Stadion von West Ham. Heißt hier maximal eine 80er Gesamtstärke. Zumindest hier mit ein bisschen Potenzial. Rot-Weiß Essen hat bis jetzt das beste Team außerhalb der Stürmerposition. Mal gucken, was die jetzt hier bekommen. Und wir sehen, wir gehen in die Schweiz. Das ist das Stadion hier von den Young Boys. 75er Gesamtstärke, also das schwächste Upgrade hier auf der Position. Aber ich glaube, hier wird sich alles auf der Torhüterposition entscheiden. Denn ja, bis auf den linken Flügel und jetzt den Stürmer kann dieses Team natürlich nicht mit Rot-Weiß Essen hier mithalten. Oder auch Bayreuth hier insgesamt viel schlechter, wenn man jetzt mal die Linksverteidiger und die Stürmerposition hier rausnimmt. Also wird gleich richtig spannend. Aber jetzt fehlt natürlich noch eine einzige Position, die Torhüterposition. Gucken wir also direkt mal, welchen Torhüter sie bekommen. Und an der Stadiongröße sehen wir schon mal, es wird eine Enttäuschung. Und ich glaube, wir sind hier wieder bei einer Nationalmannschaft. Würde natürlich auch die Flaggen hier erklären. Wir sind also hier in Rumänien. Die Frage ist nur, welches Team spielt hier in Rumänien? Ist es die Nationalmannschaft? Oder gehen wir jetzt tatsächlich hier mit diesem Verein? Aber ja, wir sehen hier nichts von Nationalmannschaft. Und nach dem Lewandowski-Upgrade gibt es jetzt hier auf der Torhüterposition so gut wie gar kein Upgrade. Eine 70er Gesamtstärke. Und damit steht natürlich hier jetzt das erste Team Bayreuth. Mit natürlich Lewandowski, mit Alba. Aber sonst hier mit keinem einzigen Spieler, der über der 80er Gesamtstärke am Start ist. Vorletztes Upgrade und wir sehen, es ist einfach mal das Stadion von Atletico Madrid. Auch wenn hier gerade kein Fußball gespielt wird. Und damit upgraden wir hier, glaube ich, bis jetzt die schwächste Mannschaft mit dem besten Torwart. Also aktuell noch bestem Torwart, aber Oblak wird sehr schwer zu knacken sein. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Bin sehr gespannt, was diese Mannschaft hier gleich macht. Was ist wichtiger, Torwart oder Stürmer? Jetzt gibt es hier erstmal noch das letzte Upgrade. Rot-Weiß Essen landet hier bei Sunderland. Also einen Oblak bekommt man hier natürlich nicht. Und auch wenn Sunderland
Bayern, die in der zweiten Liga spielt, mehr als eine 64er Gesamtstärke hätte ich hier erwartet. Das letzte Team ist also jetzt auch zusammengebaut. Es kommt jetzt der wichtigste Teil. Elversberg habe ich hier in die Conference League gepackt. Gruppenphase auch als erster hier überstanden. Auch das Achtelfinale hier überstanden. Dann aber leider im Viertelfinale rausgeflogen. Bayreuth hier in der Europa League unterwegs als Gruppenzweiter weitergekommen. Rot-Weiß Essen leider hier als letzter rausgeflogen. Und Bayreuth nur ganz knapp gegen Liverpool in der Vorrunde rausgeflogen. Kein einziges Team hat es hier ins Viertelfinale vom DFB-Pokal geschafft. Bayreuth hier der beste Verein in Runde Nummer 3. Es gab in Runde Nummer 2 aber auch hier das direkte Duell. Elversberg hier gegen Frankfurt raus. Jetzt aber die große Frage in der Bundesliga. Bayreuth, die steigen hier schon mal ab. Wir sehen auch Rot-Weiß Essen hier auf dem 12. Platz und die beste Mannschaft ist hier Elversberg auf dem 8. Und jetzt geht's für euch direkt weiter mit dem nächsten Video. Was ist denn jetzt hier gerade in der Karriere los? Den SV Elversberg werden wir heute durch Icons upgraden.